Märzengrund. Felix Mitterer ist auf eine reale Begebenheit gestoßen und hat das Recherchierte mit seiner Poesie verbunden. Was treibt den Bauernsohn Elias dazu an, sich allen Erwartungen seiner Umwelt radikal zu entziehen, sein Erbe auszuschlagen, sich in den Märzengrund zu begeben und diese hochgelegene Alm nicht mehr zu verlassen? Du, danke für die Suppen. Es war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Der soll das vielleicht patentieren lassen und die Bio-Hotels anbieten. Die suchen immer was Neues. Du, das bleibt besser unter uns, Robert. Naja. Die Geschichte eines radikalen Lebenswandels mit all seinen Konsequenzen, berührend und faszinierend. Er hat immer weniger gebraucht. Die Mutter und ich haben ihm immer weniger aufgesucht. Er hat keinen Wert draufgelegt. Ich hab das einmal. Ideal, Elias. Aber du hast deine Mutter gehört. Das ist lange weiß nicht. Der Märzengrund war schon damals in meinem Kopf. Märzengrund von Felix Mitterer. Eine szenische Lesung mit Musik unter den Platanen des Schlosses Burgstall in Wies am 16., 18. und 19. Juli 2020. Beginn jeweils um 20.30 Uhr. Regie Karl Posch. Musik Dreidirndl-Takt. Thank you.